Das war nicht ein Mörder. Das war nicht ein Mörder. Ja, den hat er gespürt. Nie ein kommst du nicht.
Tarks sind übel genug, aber Elben sind das Schlimmste. Das war eine tolle Zeit. Der Oberherr hat uns wirklich gezeigt, wer hier das Sagen hat. Manchmal kann ich die Opfer immer noch schreien. Yeah.
Tretet, leuchtender Herr. Gollum, warum solltest du mich retten? Ach, von dir war nicht die Rede, garstiger Waldläufer. Er steht im Dienst der Spinne. Nein, nein. Die dunkle Herrin wacht über Gollum. Gollum wacht über den leuchtenden Herrn. Leuchtender Herr tötet den dunklen Herrscher. Und die Spinne zieht die Fäden. Sauron ist unser gemeinsamer Feind. Man kann sich seine Verbündeten nicht immer aussuchen. Geh voran. Kommt, leuchtender Herr. Gollum zeigt schnelleren Weg. Das war nicht irgendein Troll. Das sind Olokai, Kriegstrolle. Sie sind schlauer, schneller und immun gegen das Sonnenlicht. Saurons Truppen sind stärker denn je. Wir hassen sie so sehr, wie wir Orks hassen. Wir bleiben auf Abstand, damit wir nicht gequetscht und gemalmt werden. So wie du letztes Mal meinen Kopf mit einem Stein zermalmen wolltest? Aber das haben wir nicht. Wir könnten dem Herrscher nie wehtun. Wir machen es jetzt wieder gut, ja? Das bleibt abzuwarten. Geht's nur mir so, oder geben Sie diese Orlok, als wären Sie was Besseres. Fast da, heller Herrscher. Wir sind fast da. Ich weiß, warum ihr hier seid. Gib zurück, was du gestohlen hast. Sei still, Ringschmied. Wie redest du mit mir? Gestohlen. Er hat ihn mir aufgedrängt. Was ist mit dir, Talion? Ich bin hier wegen Minas Ithil. Du willst es retten, auch wenn es schon verloren scheint. Es muss einen Weg geben. Sie sind wahr, deine Visionen. Schenk mir noch eine. Und wofür? Um Weisheit? Oder Macht zu erlangen? Oh, du brauchst nichts zu sagen. Hier hast du deine Wahrheit. Du willst es zu was bringen, dann musst du töten. Du willst Beachtung, töte eine Bleichhaut. Je mächtiger dein Opfer, desto schneller steigst du auf. Idril. Sie stirbt. Viele werden sterben, bis Sauron bezwungen ist. Dieses Wissen kann uns helfen. Töten wir den Mörder. Findet diese Zukunft vielleicht nie statt. Wir können sie retten. Ob sie lebt oder ehrenvoll stirbt, wird den Ausgang des Krieges nicht beeinflussen. Wir müssen Castamir unbedingt beschützen. Wenn er diesem Meuchler anheimfällt, verlieren wir den Palantir. Oh, wir finden ihn, mein Schatz. Für den leuchtenden Herrn. Wir gehen nach Tirith Ungol. Ja, wir finden den garstigen Meuchler. Ja, ja. Der Meuchler muss aufgehalten werden. Gollum, weißt du, wo er zu finden ist? Ja, wir haben seine geschwungene Klinge erkannt. Eine Morgul-Klinge? Ja, Sticht alle Leibwächter des Häuptlings ab. Wenn wir seine Ziele finden, die Uruk-Leibwächter, dann finden wir auch den Meuchler. Der erste ist ganz nah. Hier lang.
Vorsicht! Da ist ein Morgai-Fliegennest! Was machen diese Orks? Du hast Angst. So wie der Hauptmann, gib's zu. Ich hab keine Angst. Dann tu es. Stell dich unter das Nest. Gut, ich zeig dir, dass ich kein Feigling bin. So, siehst du? Ich sehe den Waldläufer. Ihm nach. Da bist du. Oh. Stirb. So, das hab ich auch für dich, Waldläufer. Oh. Zum ersten Leibwächter geht's hier lang. Zuvor sagtest du, du hättest die geschwungene Klinge des Meuchlers erkannt. Du siehst Kankras Visionen also doch. Ja, leuchtender Herr. Einer der Leibwächter war in der Nähe, ganz sicher. Nur eine Morgul-Klinge verursacht solche Wunden. Wir sind auf der richtigen Spur. Er ist schon seit einiger Zeit tot. Wir müssen schneller sein, wenn wir den Meuchler schnappen wollen. Ja, wir wissen, wo noch ein Leibwächter ist. Während der Meuchler sich durch die Reihen mordet, wird er stets größere Ziele ins Visier nehmen. Wie Castamir. Ja, Castamir ist der Einzige, der weiß, wo der Palantir ist. Er muss um jeden Preis am Leben bleiben. Ork ist hier irgendwo. Ach, wir wissen noch nicht mehr, wo genau. Wir sind nah dran. Ihr findet ihn. Ich dachte, Orks vertragen können. Du denkst an Trolle. Diese sind anders. Der dunkle Herrscher hat sie verändert. Wenn er sie vor Sonnenlicht schützen kann, warum macht er uns nicht unverwundbar? Ich hab ihn schon mal gesehen. Dürrer kleiner Wurm. Spindeldürr und aalglatt. Ja, wir hatten ihn schon ein paar Mal und das war lustig, aber der Wurm entwischt uns immer wieder. Hast du das gehört? Da drüben! Zeit zu sterben! Jemand tötet alle, die ihm auf dem Weg nach oben hinderlich sind. Und er macht Wunden von einer Morgul-Klinge, genau wie beim letzten. Dieser Mord ist nicht so lange her wie der andere. Wir kommen näher. Gollum wird wissen, wo unser nächstes Ziel ist. Die anderen würden dir den Kopf reißen und unter Schlaf vergraben. Als ob du es besser könntest. Noch ein Uruk. Er ist noch nicht lange tot. Wir sind nah dran. Näher und näher. Wir bringen euch dahin, wo der nächste ist. Dumme Orks sehen Gollum nie. Wir schleichen rum und hören ganz viele Dinge. Hast du schon mal
mal an einer Belagerung teilgenommen. Ich? Ja, natürlich. Halt! Orkse kommen! Verstecken! Er hat panische Angst vor Morgul. Sag der Morgul, der Angst vor Schmerzen. Das hätte ich dir nie sagen können. Vor ihnen davon! Wir sind nah, aber es gibt zu viele Orkse hier. Bleib hier. Ich finde ihn noch allein. Verborgene Klinge am Handgelenk. Die Bleichhäute würden sie nie kommen sehen.